Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsnacks. Heute geht es um das Thema lineare Gleichungen mit zwei Variablen, Wertetabelle und Graphzeichnen. Wir legen los, viel Spaß dabei. Ja, lineare Gleichungen mit zwei Variablen. Wie geht man da vor? Im Prinzip, indem man ausprobiert. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. 2x plus y ist gleich 8. Wenn ich jetzt für x gleich 0 einsetze, dann rechne ich ja 2 mal 0 plus y gleich 8. 2 mal 0 sind 0. Das heißt also, y ist gleich 8. Wenn ich x gleich 1 einsetze, dann habe ich also 2 plus y gleich 8. Das heißt, mein y ist in dem Fall gleich 6. Ich setze 2 ein. 2 mal 2 sind 4. Dann bleiben noch 4 fürs y übrig. Wenn ich 3 einsetze, dann ist y gleich 2. Wenn ich 4 einsetze, ist y gleich 0. Und wenn ich 5 einsetzen würde, dann wäre y gleich minus 2. Okay? Das Ganze kann ich auch in einem Graphen darstellen. Das heißt, ich gehe also hin und zeichne diese Koordinaten, die ich jetzt rausbekommen habe für x und y, in ein Koordinatensystem hinein. (0, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2, 0, 4). Jetzt nehme ich mir ein Lineal und ziehe eine Linie dadurch. Und im Prinzip geht diese Linie auch unendlich nach oben und unendlich nach unten weiter. Man kann das Ganze auch noch anders machen, indem man die Gleichung umstellt. Das geht folgendermaßen. Ich löse nach y hin auf. Und erhalte minus 2x plus 8. Und später schreibt man dafür, f von x ist gleich minus 2x plus 8. Das heißt also, f von x ist im Prinzip y, weil ja minus 2x plus 8 auch gleich y ist. So, und das Ganze geht noch einen Schritt weiter, nämlich hierhin, f von x ist gleich m mal x plus b. Das ist die allgemeine Form der linearen Funktion der geraden Gleichung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann hinterlass mir doch ein Like und ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Schreib mir gerne einen Kommentar, bleib gesund und wir sehen uns beim nächsten Lernsnack. Auf Wiedersehen.